Die AfD-Fraktion im Bundestag hat sich mit der Dokumentation Teuro total, Deutschland am Limit komplett blamiert und ihre wirtschaftspolitische Inkompetenz sowie ihre Verachtung gegenüber dem deutschen Volk zur Schau gestellt. Zu den abstrusen Falschbehauptungen, die die AfD gerne mal verbreitet, werden wir allerdings erst am Ende kommen. Zuerst schauen wir uns jetzt die unfassbaren Aussagen des AfD-Politikers Kai Gottschalk an, die zuerst gar nicht so schlimm wirken, die aber bei genauerem Hinsehen wirklich katastrophale Folgen für die deutschen Arbeitnehmer hätten, wenn sie denn reale Politik würden. Ein Arbeiter hat weniger zur Verfügung, und zwar in Kaufkraft zum Ausgeben, als jemand, der nichts tut und in Hartz IV ist. Warum er in Hartz IV ist, sei mal dahingestellt. Aber letztlich muss sich Arbeit immer mehr lohnen als nichts tun. Das ist einfach mal eine Grundvoraussetzung in einer Gesellschaft, weil sonst sind wir im Sozialismus. Da kriegen alle nachher das Gleiche. Das will ich nicht. Und natürlich ist es demotivierend für jemand, der arbeitet. Und da können wir breite Kreise der Bevölkerung mit nein. Also wir müssen, auch wenn das einige nicht gerne hören, aber Wahrheit tut weh, dazu wieder kommen, dass wir ein Abstandsgebot haben zwischen Sozialleistung und sozialen Transfers und Arbeit. Denn ein Land, das auf Dauer genauso viel für Nichtstun zahlt wie für Arbeit, läuft gegen die Wand. Wirtschaftlich wie gesellschaftlich. Und das müssen wir ändern. Das tut einigen weh, vielleicht auf der linken Seite, aber deswegen habe ich genauso ein soziales Herz, weil die Leute sollen arbeiten. Arbeit definiert was, schafft Wert, schafft Selbstbewusstsein. Das ist ganz wichtig. Und ich glaube, wir haben auch deshalb das Problem in Deutschland mit Hartz IV, dass es sehr gemütlich ist, wenn man sich dort vernünftig einrichtet. Wir müssen es zahlen für jeden, der da unverschuldet und auch reinkommt. Aber Arbeit muss immer mehr wert sein. Genau am Ende des Tages, wenn jemand in Rente geht, dann muss jemand, der gearbeitet hat, der muss mehr Rente haben als jemand, der nicht gearbeitet hat oder entsprechend dann sagt, ja, ich stocke auf. Arbeit muss immer honoriert werden vom Staat. Das ist Grundvoraussetzung. Und da müssen wir wieder hin. Beantworten wir erstmal die Frage, wieso sich Arbeit häufig nicht mehr lohnt. Das liegt nämlich nicht an den hohen Hartz-IV-Sätzen. Die Hartz-IV-Sätze sind drastisch niedriger gestiegen als die Produktivität. Und die Sozialhilfe wurde genauso wie andere Sozialleistungen wie die Rente in der Agenda 2010 unter Gerhard Schröder brutalst zusammengestrichen. Nein, Arbeit lohnt sich in Deutschland vielfach nicht mehr, weil die Löhne zu gering sind. Auch diese sind in den letzten 3 Jahrzehnten viel schwächer gestiegen als die Produktivität. Zwischen 1992 und 2012 stiegen die Reallöhne überhaupt nicht. 20 Jahre lang, trotz konstantem Wirtschaftswachstum. Dieses Geld haben sich die Arbeitgeber in die eigene Tasche gesteckt. Die Masseneinkommen stagnierten, während die Kapitalgewinne explodierten. Doch was macht Gottschalk hier? Spricht er sich für drastische Lohnerhöhungen aus? Nein, er fordert die Kürzung von Sozialleistungen, weil es ja einen Abstand zwischen Löhnen und Sozialleistungen geben müsse. Nun, was passiert, wenn man Hartz IV kürzt? Ja, dann haben die Leute in der Tat einen Anreiz, mehr zu arbeiten. Andererseits haben sie auch weniger Geld, um weniger Güter zu kaufen. Das bedeutet einerseits, dass die Nachfrage einbricht und die Firmen weniger Aufträge kriegen. Die Leute entlassen können, was Druck auf die Löhne ausübt. Andererseits haben die Leute, wie gesagt, einen Anreiz mehr zu arbeiten, was auch Druck auf die Löhne ausübt. Die Vorschläge der AfD für die Kürzung von Sozialleistungen würden also auf Lohnkürzungen hinauslaufen. Dass die AfD realen Lohnsenkungen gar nicht mal so ablehnend gegenübersteht, zeigt auch ihre Haltung zum Mindestlohn. Sie schreibt in ihrem Bundestagswahlprogramm 2021: Insbesondere erlaubt der Mindestlohn eine Existenz jenseits der Armutsgrenze und die Finanzierung einer, wenn auch sehr bescheidenen, Altersversorgung, die ansonsten im Wege staatlicher Unterstützung von der Gesellschaft zu tragen wäre. Mindestlöhne verhindern somit auch die Privatisierung von Gewinnen bei gleichzeitiger Sozialisierung der Armutskosten. Und mit genau dieser Begründung spricht sich die AfD für eine Beibehaltung des Mindestlohnes aus. Nicht für eine Erhöhung, für eine Beibehaltung. Ob reale oder nominale Beibehaltung, das schreibt sie freilich nicht. Und die Behauptung, dass man mit dem aktuellen Mindestlohn eine Altersversorgung aufbauen könne, wenn auch eine bescheidene, ist eine glatte Lüge. 2018 hätte der Mindestlohn laut einer Anfrage der Linkspartei bei einer Beitragsdauer von 45 Jahren bei 12,63 € die Stunde liegen müssen. 2018 bei 12,63 €.
Aktuell liegt er bei 10,45 Euro und soll auf 12 Euro erhöht werden. Und die AfD hat sich, wie ihr ja gerade gesehen habt, für die 10,45 Euro, also für die Beibehaltung, ausgesprochen. Und ich hatte in einem vergangenen Video ja auch schon einmal vorgerechnet, dass der Mindestlohn bis 2026 eigentlich auf 16 Euro steigen müsste, damit man davon im Alter etwas mehr als Grundsicherung hätte. Dass der AfD selbst in Bundesländern, in denen sie einer Erhöhung des Mindestlohns positiv gegenübersteht, nicht über den Weg zu trauen ist, schreibt übrigens auch der Deutsche Gewerkschaftsbund. Doch es gibt eine Einschränkung dabei. Wir wollen zudem die Dokumentationspflichten der Arbeitgeber auf ein Mindestmaß reduzieren, um die damit verbundene unnötige Bürokratie zu beseitigen. Was heißt das konkret? Man will gar keinen Mindestlohn, jedenfalls gar keinen kontrollierten Anspruch darauf. Wer die Pflicht der Arbeitgeber, Nachweise zu führen, abschaffen will, öffnet dem Missbrauch Tür und Tor. Und der DGB schreibt weiter zu den realen Auswirkungen der politischen Arbeit der AfD. Der Missbrauch geht zum Beispiel so. Statt tatsächlich geleisteter 8 Stunden Arbeit werden einfach nur 5 aufgeschrieben und entlohnt. Wer dagegen aufmuckt, fliegt raus. Ein Mindestlohn ohne Kontrollen ist keiner. Ganz ähnlichen Bürokratieabbau will die AfD Sachsen. In ihrem Regierungsprogramm heißt es zwar ebenfalls, man wolle den Mindestlohn beibehalten, gleichzeitig schreibt die Partei aber in ihr Programm, nahezu alle Unternehmen leiden unter einer Unzahl von nationalen und zunehmend europäischen Vorschriften und Gesetzen, die ihre Tätigkeiten regulieren. Diese Gesetzesflut belastet insbesondere kleinere Unternehmen. Der Staat soll generelle Richtlinien erlassen, auf etwaige Detailregelungen jedoch verzichten. Die AfD will den Unternehmern und Bürgern mehr Eigenverantwortung zugestehen. Eigenverantwortung, diese neoliberale Floskel, die im Grunde nur bedeutet, dass Sozialstandards abgebaut werden. Wie beispielsweise die Dokumentationspflichten beim Mindestlohn. Der DGB scheint also nicht sonderlich begeistert von der realen Mindestlohnpolitik der AfD zu sein. Und dies fügt sich wunderbar ins Gesamtbild ein, was wir eben gerade gezeichnet haben. Die AfD will keine höheren Löhne. Das Wort goldene Lohnregel kommt nicht einmal im gesamten Parteiprogramm vor. Nein. Die AfD will die Löhne drücken. Das zeigt diese Forderung nach Senkung der Sozialleistungen eindeutig. Man will das nicht, weil man sich Arbeit wieder lohnen solle oder andere dumme Floskeln. Nein, man will die Löhne drücken, um die Profite der deutschen Exportindustrie zu steigern. Geringere Löhne und geringere Sozialleistungen belasten zwar den Binnenkonsum, aber sie senken die Lohnkosten für die Unternehmen und machen deutsche Produkte wettbewerbsfähiger. Was den deutschen Leistungsbilanzüberschuss noch weiter ansteigen lassen würde. Das ist seit jeher eine Strategie im deutschen Ordoliberalismus. Unter Konrad Adenauer wurde das so gemacht, unter Helmut Kohl und auch unter Angela Merkel. Auf Lohndumping setzen, um Leistungsbilanzüberschüsse zu ergaunern. Doch die Überschüsse des einen sind die Defizite des anderen. Das bedeutet, dass in Südeuropa automatisch die Länder Leistungsbilanzdefizite haben müssen. Und wenn die Schulden dann da wieder ansteigen, ja dann beschwert sich die AfD natürlich über die faulen Südeuropäer. So sieht konsistente nationale Politik für Deutschland aus. Wir müssen es ganz offen sagen. Die AfD ist eine Partei des Kapitals. Sie ist eine FDP in Blau. Sie macht Politik für die gleichen reichen Leute, für die seit 40 Jahren Politik gemacht wurde. Nichts anderes. Aufzeigen lässt sich das Zutreffen dieser Kritik auch übrigens mit den Aussagen Gottschalks zum deutschen Steuersystem. Wir haben neben den teuren Preisen, die wir haben in Deutschland, haben wir mehr als 52% Abgaben. Das heißt, da kommen ja nochmal Sozialabgaben oben drauf, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung. Das heißt, das, was jemand verdient, da bleibt ihm am Ende des Tages einfach zu wenig für seine Hände Arbeit, die er leistet, oder seine Kopfarbeit. Das ist vollkommen egal. Wir sind heute in Deutschland ein Land geworden, in dem sich Arbeit schon nicht mehr lohnt. Wenn dir mehr als 52% dessen, was du verdienst, und da rede ich nicht nur vom Arbeitgeberanteil, der zahlt ja auch noch ein bisschen dazu. Bevor wir diese Aussagen kritisieren können, müssen wir uns erstmal ein genaues Bild der Lage machen. Deutschland lag 2020 im OECD-Vergleich, was die Abgabenquote betrifft, auf Platz 11. Bei der Steuerbelastung normaler Arbeitnehmer hingegen lag Deutschland auf Platz 2. Woher kommt diese Differenz? Um das zu verstehen, müssen wir uns das deutsche Steuersystem ansehen.
Man erkennt bei der Betrachtung der verschiedenen Steuerarten erstmal drei große Blöcke: die Sozialbeiträge, die Mehrwertsteuer und die Einkommens- und die Unternehmenssteuern. Die Erbschaftssteuer, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen werden, wird hier unter sonstige Steuern geführt, hat also nur einen verschwindend geringen Anteil am gesamten Steueraufkommen. Die Kapitalertragssteuer wird den Einkommens- und Unternehmenssteuern zugerechnet. Nun, die Kapitalertragssteuer ist aber geringer als die maximale Steuer auf Arbeitseinkommen. Die maximale Steuer auf Löhne, der Spitzensteuersatz, beträgt 45%. Der Steuersatz auf Kapitalerträge nur 25%. Und das erklärt die Differenz, die wir vorhin zwischen den zwei OECD-Statistiken gesehen haben. Arbeit wird in Deutschland höher besteuert als Kapitalerträge und als Vermögen, was einerseits an den großen Lücken in der Erbschaftssteuer liegt, wo reiche Erben große Teile ihres Vermögens an der Steuer vorbeischummeln können, und andererseits an der Abschaffung der Vermögenssteuer. Zudem müssen auf Kapitalerträge nicht nur weniger Steuern gezahlt werden, sie sind auch von den Sozialbeiträgen ausgenommen. Und das ist der nächste große Block. Die Sozialbeiträge werden nicht nur auf Kapitalerträge nicht erhoben. Nein, bestimmte Berufsgruppen sind ausgenommen und es gibt die Beitragsbemessungsgrenze, die reiche Arbeitnehmer davor schützt, zu viel zu zahlen. Relativ zum Einkommen nimmt der Anteil der Sozialbeiträge, also bei sehr Reichen, immer weiter ab. Die mindesten Forderungen, die sich hieraus also ableiten ließen, wäre erstmal die Mehrwertsteuer zu senken, und das fordert die AfD. Ja, das will ich hier keineswegs unterschlagen. Das ist eine gute Forderung, die die AfD hat. Und andererseits die Steuern auf Kapital hochzuschrauben, die Beitragsbemessungsgrenze abzuschaffen und die Steuern auf Vermögen auch hochzuschrauben. Zu diesen Schlussfolgerungen würde man jedenfalls kommen, wenn man sich unser deutsches Steuersystem ansähe, so wie wir das gerade gemacht haben. Doch die AfD sieht das etwas anders. Sie will die Erbschaftssteuer, die letzte Substanzsteuer auf Kapital, sogar komplett streichen. Finanziert werden soll das, wie wir vorhin gesehen haben, anscheinend durch die Kürzung von Sozialleistungen und durch höhere Leistungsbilanzüberschüsse. Das ist ein zutiefst unsoziales Programm. Die AfD macht Politik für die Profite der Superreichen. Sie macht Politik für jene, für die seit 40 Jahren Politik gemacht wurde. Die AfD ist eine volksfeindliche Partei. Anders kann man es nicht ausdrücken. Sie macht Politik gegen die unteren 99% und für ein paar Parteispender. Schreiten wir nun voran zu den dreisten Falschaussagen, die ich schon am Anfang ansprach. Beginnen wir mit der harmlosesten. Sagen wir entlasten, denn Deutschland ist ja neben den Abgaben, neben dem, was ich sage, nach OECD-Studie, sind wir auch Abgabenweltmeister. Das meiste von deinem Gehalt, über 52%, lässt du beim Staat. Eben nicht nur Steuern, eben Sozialabgaben. Das ist nach beiden Betrachtungsweisen falsch. Bei der Steuerbelastung auf Arbeit ist Deutschland nur Vize-Weltmeister. Und bei der Gesamtsteuerbelastung, bei der Abgabenquote, liegt Deutschland im OECD-Vergleich nur auf Platz 11. Es wird Zeit, zu dem Teil zu kommen, der eigentliche Grund für dieses Video ist. Die Dokumentation heißt ja Teuro total, Deutschland am Limit. Es wird also vor allem die Inflation kritisiert. Und in so einer Dokumentation sollte es dann auch darum gehen, wie die aktuelle Inflation entstanden ist. Und hier verbreitet die AfD wirklich abstruse Falschbehauptungen. Dass du diese Urursache der Inflation auch hier erwähnst, denn bei aller Aktualität und bei allem, was wir hier an Kompensations- und symptomatischer Arbeit machen, so was ihr gerade besprochen habt, dürfen wir die Regierung nicht rauslassen aus der Verantwortung, aus der politisch gemachten Verantwortung seit vielen, vielen Jahren. Das ist auch die EZB, auch wenn sie jetzt nicht direkt der Bundesregierung untersteht, aber das ist eine Symbiose, die ganz klar mit Absprachen funktioniert. Und wir müssen auch nach außen immer wieder betonen, wie wichtig das als Ursache ist, die Geldmengenpolitik. Alarm! Das ist mir auch deshalb wichtig, weil alles, was jetzt nicht gemacht wird und wenn man der EZB nicht in den Arm fällt, ist halt dann die Inflation von übermorgen. Das sagen wir übrigens auch seit vielen, vielen Jahren. Das ist nicht keine rückwärtsgewandte Debatte von Dingen, die wir nicht mehr ändern können. Es findet jeden Tag statt. Jeden Tag druckt die EZB 1 Milliarde Euro und mehr. Wirklich, es ist die Größenordnung. Mehr als 1 Milliarde bei den. Oh Mann,
Gott schmeiß Hirn vom Himmel. Und genau darauf habe ich gewartet, die längst widerlegte Quantitätstheorie der Inflation. Doch ich möchte dem Ganzen anfangs noch gar nicht so polemisch begegnen. Gucken wir uns doch einfach die Entwicklungen der letzten 20 Jahre an und bewerten anhand dieser, inwieweit diese Theorie zutrifft oder nicht. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle die Quantitätsgleichung, auf der die Aussagen des AfD-Politikers eben basieren. M mal V gleich P mal Y. Geldmenge mal Geldumlaufgeschwindigkeit gleich Preisniveau mal reales Bruttoinlandsprodukt. Die Geldumlaufgeschwindigkeit ist nach dem Glauben der Quantitätstheoretiker konstant, also können wir sie weglassen. Es bleibt also nur noch M gleich P mal Y. Doch wir werden die Rechnung jetzt etwas anders durchführen. Gegeben haben wir nämlich M und Y. Ausrechnen wollen wir P, also das Preisniveau. Und die Veränderung des Preisniveaus ist, wie wir alle wissen, ja die Inflation. Wenn wir die Gleichung umstellen, kommt also P gleich M durch Y raus. Preisniveau gleich Geldmenge durch reales Bruttoinlandsprodukt. Die Geldmenge M0 hat sich, wie gesagt, vervierzehnfacht. Das reale Bruttoinlandsprodukt ist im beobachteten Zeitraum um 28,1% gewachsen. Nun, jetzt müssen wir das Ganze ja nur noch ausrechnen. Heraus kommt P gleich 10,93. Doch Moment, Moment, das reicht ja noch nicht aus. Das Preisniveau hat sich jetzt in den beobachteten 23 Jahren knapp verelffacht. Doch wie hoch war die Inflation pro Jahr? Beziehungsweise wie hoch hätte sie sein müssen, wenn die Quantitätstheorie zuträfe? Also nehmen wir nichts leichter als das einen Taschenrechner zur Hand und ziehen einfach die 23. Wurzel von P. Und heraus kommen hier knapp 11% pro Jahr. Und was hat das mit der Realität zu tun? Nun, in der Realität betrug die Inflation im beobachteten Zeitraum in der EWU 1,6% pro Jahr. Also die AfD prognostiziert eine Inflation von knapp 11%, heraus kommen 1,6%. Fällt euch was auf? Die Werte stimmen kein bisschen überein. Das kann man auch theoretisch sehr einfach erklären, wenn die Geldmenge sich ausweitet, weil die EZB beispielsweise Staatsanleihen kauft, dann befindet sich in den Zentralbanken mehr Zentralbankgeld, also die Geldmenge M0 steigt. Doch dieses Geld kann gar nicht in die reale Wirtschaft fließen, da die Kreditvergabe der Banken nicht von der Menge von Zentralbankgeld abhängig ist, die sie haben. Die Kreditvergabe ist abhängig von der Nachfrage nach Krediten und der Anzahl der solventen Kreditnehmer. Diese Theorie ist also von vorne bis hinten falsch und hat nichts mit unserem Geldsystem zu tun. Was hingegen die Inflation sehr gut erklärt, darauf habe ich ja auch schon des Häufigeren hingewiesen, nämlich die Lohnstückkosten. Diese sind zwischen 1999 und 2021 durchschnittlich um 1,4% pro Jahr gestiegen. Also ähnlich stark wie die Inflation mit 1,6% pro Jahr. Und hier zeigt sich wirklich die ganze Plumpheit der Propaganda der AfD. Versteht mich nicht falsch, es gibt viel an der EZB und der EU zu kritisieren, aber man sollte das nicht mit solch dummen Lügen tun, wie die AfD es macht. Es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Geldmenge M0 und der Inflation. Und wenn man das behauptet, dann lügt man. Eine weitere Lüge kommt übrigens auch noch gleich. Kommen da nicht raus. Wir haben es ja auch in unserem eigenen Konzept, so wie es jetzt schon steht, es wird ja jetzt erneuert, aber so wie es jetzt schon steht, gleich in Punkt 1 nicht zufällig drinstehen. Die EZB muss ihrem Mandat der Geldmengenstabilität wieder gerecht werden. Ich zitiere mal aus dem Vertrag von Maastricht. Artikel 105. Das vorrangige Ziel des europäischen Systems der Zentralbanken ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. Soweit dies ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das europäische System der Zentralbanken die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft, um zur Verwirklichung der in Artikel 2 festgelegten Ziele der Gemeinschaft beizutragen.
Das europäische System der Zentralbanken handelt im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird, und hält sich dabei an in Artikel 3a genannte Grundsätze. Wer des Hörens oder des Lesens mächtig ist, der wird dort eben zwei Mandate herausgefiltert haben. Einerseits die Unterstützung der allgemeinen Wirtschaftspolitik der Gemeinschaft und andererseits der Sicherung der Preisstabilität. Es ist an keiner Stelle von einer Geldmengenpolitik die Rede. Aber man kann ja trotzdem mal vom Mandat der Geldmengenstabilität daherfaseln. Nicht zufällig drinstehen, die EZB muss ihrem Mandat der Geldmengenstabilität wieder gerecht werden. Ja, okay, das, was im Vertrag von Maastricht steht, ist dann vielleicht leicht anders formuliert als das, was der AfD-Politiker hier sagt. Ja, das ist zum einen anders formuliert, aber vor allem ist es das verfickte Gegenteil! Ich verstehe auch ehrlich gesagt, wieso Konservative immer wieder das Märchen von der Inflation durch die steigende Geldmenge herausholen, obwohl es wissenschaftlich widerlegt ist. Sie müssten nämlich ansonsten zugeben, dass die zu schwach steigenden Löhne Schuld an Deflation sein könnten. Und das wollen sie aufs Verrecken nicht. Und sie müssten zugeben, dass man die Inflation durch eine vernünftige Lohnpolitik stabilisieren könnte. Wie gesagt, das Wort goldene Lohnregel kommt im gesamten Bundestagswahlprogramm nicht einmal vor. Zum Abschluss können wir noch feststellen, dass kein Machwerk der AfD ohne die Hetze gegen Südeuropäer auskommt. Ich meine, abstruse Falschbehauptungen verbreiten ist das eine, aber wenn man eine vernünftige neurechte Dokumentation erstellt, dann muss man wenigstens Unfrieden zwischen den Völkern Europas stiften. Ich meine, ansonsten könnten wir in Frieden und Wohlstand zusammen mit den Italienern in der Europäischen Union leben. Und das muss auf jeden Fall verhindert werden, wenn man seinen antiquierten Nationalismus in die aktuelle Zeit retten will. Aber seht selbst. Und dann gibt es natürlich die ausländischen Profiteure, denn das Geld, vor allem auf europäischer Ebene, das sind die größten Verschuldungsprogramme zurzeit und Umverteilungsprogramme, landet weitgehend in diesen Südländern. Und ja, die freuen sich natürlich, wenn sie die Schuldenlast nicht zurückzahlen müssen, weil das vielfach von Deutschland behaftet wird und weil sie noch nicht mal eine Zinslast haben, wie sie es jahrzehntelang hatten. Italien, Griechenland hatte 10-20% Jahreszins, zumindest mal 5-7 jedes Jahr. Das war normal, bis der Euro kam. Zurzeit sind sie bei 1% oder so, also nichts. Das ist nur der Effekt der deutschen Bonität. Deswegen können die sich so günstig verschulden, mit der Aussicht, die Schulden noch nicht mal zurückzahlen zu müssen. Und das ist halt die Umverteilung auf europäischer Ebene, die wir auch als AfD vehement bekämpfen. Da hätte ich schon noch eine Frage. Wo findet bitteschön Umverteilung in Richtung Südeuropa statt? Durch die höheren Zinsen, die die Südeuropäer zahlen. Wenn die Südeuropäer höhere Zinsen auf ihre Staatsanleihen zahlen müssen, dann müssen sie ja mehr Geld zahlen. Zum einen an Banken, die diese Staatsanleihen in ihren Bilanzen haben, und zum anderen an Superreiche, die sich Staatsanleihen ins Portfolio gelegt haben. Das bedeutet, es findet sehr wohl eine Umverteilung statt, und zwar von den Völkern Südeuropas an große Banken und Superreiche. Also, das ist exakt das Gegenteil dessen, was die AfD hier gesagt hat. Deutschland muss niedrigere Zinsen zahlen und die Südeuropäer höhere. Die Umverteilung findet also von Südeuropa zu den Reichen statt. Und das ist das Klientel der AfD und deswegen würde sie diese Tatsache auch niemals aussprechen. Doch jetzt nochmal zu einem anderen Punkt. Wieso haben die Südeuropäer, die Italiener, die Spanier oder die Griechen denn so hohe Staatsschulden? Ja, weil sie Leistungsbilanzdefizite hatten. Und wieso hatten sie die? Weil ihre Exportindustrie schlechter gelaufen ist. Weil sie teurer produziert haben, weil sie höhere Löhne gezahlt haben. Die Südeuropäer haben sich nämlich bei der Steigerung der Lohnstückkosten im ersten Jahrzehnt des Euros an das Inflationsziel der EZB gehalten. Italien und Griechenland haben sogar leicht überschossen. Deutschland hat dieses Lohnziel aggressiv ignoriert. Deutschland hat aggressives Lohndumping betrieben, um seine Exportindustrie zu schützen. Und dadurch massive Leistungsbilanzüberschüsse aufgebaut. Eine solche Politik, auf Kosten anderer Länder Wachstum zu erzeugen, indem man Überschüsse macht, nennt sich Merkantilismus.
Und die AfD plant nicht etwa, das zu beenden. Nein, sie will diesen merkantilistischen Ansatz, wie wir vorhin gesehen haben, sogar noch verschärfen. Wenn man Sozialleistungen kürzt, wie die AfD es offenbar plant, dann übt das Druck auf die Löhne aus. Das heißt, sie plant ein noch aggressiveres Lohndumping in Deutschland. Die AfD macht Politik gegen die Arbeitnehmer in Deutschland und versucht, das mit einem plumpen Nationalismus gegenüber den Südeuropäern zu überdecken. Wer wirklich gedacht hat, die AfD wäre eine Alternative zu der Politik, die die Reichen nur immer reicher macht, der irrt. Die AfD will Lohnsenkungen bzw. die Kürzung von Sozialleistungen, was zu Lohnsenkungen führen würde, und sie will Steuersenkung für Reiche. Die paar guten Forderungen, wie die Senkung der Mehrwertsteuer, die sie ja durchaus hat, werden von diesen ganzen negativen Punkten massivst überwogen. Die AfD ist nichts anderes als eine umlackierte FDP. Und um das zu überdecken, setzt sie auf Hetze gegen Ausländer oder gegen Südeuropäer oder gegen irgendwen, der nicht aus Deutschland kommt. Ihr Ziel ist es nur davon abzulenken, dass sie die gleiche neoliberale Politik macht wie die Altparteien, die sie ja so gerne kritisiert. Sie ist genauso korrupt, sie ist genauso klientelpolitisch orientiert und sie lässt sich von den gleichen reichen Leuten bezahlen und sie macht für die gleichen reichen Leute Politik. Ihr Ziel ist die Sicherung der Profite der deutschen Exportindustrie zu Lasten der deutschen Arbeiter. Ja, auf diesem Kanal wird ja normalerweise eher die Regierung und nicht die Opposition und in diesem Kontext vor allem die FDP kritisiert. Doch wenn man bei der AfD genauer hinsieht, dann erkennt man hinter dem blauen Anstrich die hässliche gelbe Fratze.